Moin und willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country 1. Und ich habe das Geheimnis im grünen Taumel gefunden, beziehungsweise ich musste es nachgucken. Es tut mir leid, aber das Ding war so bescheuert versteckt. Ihr werdet es ja sehen. Ich weiß auch gar nicht, wie man darauf kommen kann. Ich frage mich gerade auch, ist überhaupt irgendjemand von alleine darauf gekommen? Okay, irgendjemand muss es wahrscheinlich gemacht haben, aber ich wüsste nicht wie. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob Cranky Kong dazu irgendeinen Tipp hat. Die habe ich mir hier bisher auch noch nicht durchgesehen. Aber naja, ein Stückchen ist es da noch hin. Es ist auf jeden Fall in der anderen Hälfte. Da kommt das ordentlich, aber. Und die Hälfte haben wir ja gleich. Noch ein bisschen. Gleich müssen wir noch mal an fliegenden Bienen vorbei. Ich habe den Level jetzt auch schon relativ oft dann gespielt, ohne das Ding halt zu finden. Und ab hier kommt es gleich irgendwo. Erstmal müssen wir an diesen roten Bienen vorbei. Danach kommen ja die Geier. Und dann kommt etwas, das irgendwie total bescheuert ist, meiner Meinung nach. Genau, und jetzt muss man hier die Geier zählen. Und bei diesem Geier muss man sich hier runter... Ah, okay, jetzt habe ich es verhauen. Dann kann ich eigentlich direkt sterben gehen und es nochmal versuchen. Aber bei dem einen Geier, den ich eben angesprochen habe, wenn man sich da gerade runterfallen lässt, dann fällt man in eine Tonne, wie auch immer man das herausfinden soll. Dafür ist es dann beim Level danach ein bisschen leichter. Da habe ich die Geheimnisse dann auch schon mal alleine gefunden. Ich habe ihn auch schon mal angespielt. Weil ich doch das Gefühl hatte, jetzt hier in letzter Zeit dauert das einfach zu lange, wenn ich das hier onscreen irgendwie alles ausprobieren würde. Da habt ihr, glaube ich, mehr von, wenn ich das vorher raussuche. So, hier müsste er gleich sein, genau. Und hier ist die Tonne. Ja, wer hätte es gedacht? Und es gibt noch ein Nashorn. Oh, und wir sind sogar in der Bonusrunde. Na, dann können wir die auch mal sehen. Wobei ich glaube, das ist so die Bonusrunde, in der man die wenigsten Leben sammeln kann. Man hat halt kaum Zeit, hier einmal rüber zu rennen. Da muss man auch schon zurückrennen. Und dann wird es mit der Zeit ziemlich knapp, noch das zweimal Nashorn zu bekommen. Wenn man es schafft, ist man echt gut dabei. Aber das muss man erstmal schaffen. Und das könnte es schon gewesen sein. Naja, trotzdem wird es irgendwie 4 Leben geben. Ja, ich sammle jetzt auch einfach hier weiter. Das ist auch gut. Aber es geht natürlich besser. Nicht, dass wir die Leben momentan irgendwie bräuchten. Okay. Ja, und den Geheimgang hatte ich euch ja, glaube ich, schon gezeigt. Nehme ich mal kurz Didi, der kann das ein bisschen besser. Okay, damit hat sich das sowieso geklärt. Hier unten kann man ja links mit dem Fass eine Tür öffnen und dann hat man den anderen Geheimgang. Und das sind auch alle Geheimgänge in diesem Level. Und jetzt können wir hier weitermachen. Und das hier ist zwar kein Geheimgang, aber hier gibt es noch ein Nashorn. Falls man die Dinger sammelt. Und dieses Fass darf man hier nicht kaputt werfen, denn das brauchen wir. Nämlich hier. Für den Geheimgang. Kurz über die Geier gesprungen. Und wir bekommen hier einen Strauß.
Und ich muss ehrlich sein, beim letzten Mal war der Strauß so das Letzte, was ich gefunden habe. Ich habe diesen Level noch nicht mit dem Strauß gespielt. Von daher weiß ich gar nicht, ob das so gut ist, aber doch, der geht hier gerade ziemlich ab. Wow. Okay. Spiele ich doch einfach mal ohne Strauß weiter. Was man vielleicht zu diesen Bibern sagen kann, an solchen Stellen wie hier halten die an und bis dahin verfolgen sie einen. Und man kann auch gar nicht viel dagegen machen. Und ich glaube, einen Geheimgang gab es hier noch irgendwo. Ich habe aber gerade nicht mehr im Kopf. Ah, genau. Ziemlich auffällig mit dem Pfeil. Haben wir hier den anderen Geheimgang. Und hier kann man wieder Bananen und Leben sammeln. Ich würde ja sagen, vielleicht schaffen wir bis zum Ende des Spiels auch 99 Leben zusammenzubekommen. Aber da ich weiß, dass das Spiel nicht leichter wird, lasse ich mal solche Aussagen. Okay. So geht es natürlich auch in der Bonusrunde. Ach ja, und hier unten ist noch das G. Nee, das N. Das G kommt noch. Ja, und das ist halt hier auch so ein Level, der total auf Geschwindigkeit geht. Einfach weil man ja diesen Bibern entkommen muss. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ziel. Okay, das war nicht so geschickt, aber immerhin steht der Biber hier jetzt total im Weg. Mal gucken, vielleicht ist er jetzt weg. Wenn man ein Stück zurückgeht, verschwinden die eigentlich. Ja. So kann man dann auch so eine Situation nochmal lösen. Und wir sind am Ziel. Mit Ausrufezeichen bestanden. Hurra! Wenn wir gerade bei Candy sind, können wir dann nochmal speichern. 40% schon mal. Und wir gucken schon mal in den nächsten Level rein, den ich jetzt aber noch nicht vorgespielt hatte. Also ab jetzt wird es wieder Sucherei. Vielleicht. Okay, das war auch interessant. Also sollte man wohl nicht versuchen, die Cremlinge hier umzurollen. Und dieser Level sieht schon wieder verdächtig danach aus, dass man sich hier irgendwo am Abgrund runterfallen lassen kann. Kommt man da nicht irgendwie hoch? Vielleicht hier irgendwas. Jedenfalls sind hier schon wieder diese kleinen. Okay, da hat sich aber ziemlich schnell umgedreht, würde ich mal sagen. Wie soll ich denn an das Oder kommen? Was halt der Vorteil vom Strauß ist, so kleine Gegner wie die hier können einem gar nichts anhaben. Aber ich finde, mit ihm rutscht man auch ganz leicht mal über die Kanten rüber. Kann zwar hier auch noch so ein bisschen schweben und gleiten. Und da ist schon die Hälfte. Aber das kann auch nur, wenn er vorher gesprungen hat. Also wenn man sich jetzt über die Kante rollen lässt, dann fällt er wie ein Stein zu Boden. So, nichtsdestotrotz wollte ich ja noch einmal das O holen. Wie macht man das jetzt am besten? Wahrscheinlich von hier. Die Banane gibt es auch noch, aber scheinbar keine Bonusrunde. Naja, dann gehen wir einfach mal weiter. Ach okay, und der Nachteil mit dem Strauß ist natürlich auch, dass er nicht auf Gegnern landen und die kaputt machen kann. Das heißt, das war praktisch gerade Selbstmord, was ich da mit dem Strauß gemacht habe. Ja, diese Affen hier, die werfen Fässer. Und die Fässer tun weh, offensichtlich.
Und irgendwie habe ich es heute mit dem über die Kanten glitschen, deshalb würde ich sagen, machen wir hier für heute Pause und sehen uns das nächste Mal dann hier wieder und versuchen den Level abzuschließen und vielleicht irgendeinen Geheimgang zu finden. Also bis dann!